Ja, und da sind wir wieder. Und heute haben wir zwei besondere Gäste, die zwar immer dabei sind, aber ich finde sie trotzdem besonders. Stell dir doch mal kurz vor. Wow. Was ist das denn für eine Introduction? Tja, ich dachte, willst du dich vor mich stellen oder soll ich mich vor dich stellen? Ja, fang du mal an. Alles klar. Ja, Mats ab hier, Leute. Und zu meiner linken, rechten, der einzig wahre und unglaubliche, unübertroffene Strich in der Landschaft. Der Kart-Journalist. Vielen wow. Dank. Erstmal Front einfach. Erstmal Fronten hier. Hey, ich arbeite dran, ja. Ich, jeden Tag Push-Ups. Leute, Corona muss man ja ein bisschen nutzen. Alles ja, du musst klar. Corona nutzen und 24 Stunden fressen. Also, erstmal hier, bevor das hier ausartet in persönlichen Angriffen. Wir haben ein Thema, und zwar die Reise vom Analogen zum Digitalen. Und gleich hier zu Beginn, nein, es geht nicht darum, dass Yu-Gi-Oh! Als App existiert oder irgendwie als automatisches Spielsystem. Es geht darum, dass man früher ja Spiele gerne zugeguckt hat und irgendwann man das sogar im Internet konnte. Oder nicht, Matze? Was für eine Überleitung. Wow, ja, wirklich was für eine Überleitung. Die hättest du besser machen können. Ja, voll gut. Ja, naja, Yugi-Tubing hat ja seine Anfänge nicht unbedingt in der Videozeit. Wir müssen dazu ein ganz, ganz, ganz kleines Stück zurückgehen. Und zwar in die Zeit, an dem wirklich auch offizielle Turniere stattfanden. Ne? Das erste offizielle Turnier war, glaube ich, Pharao-Tour 2004. Boah, nagel mich nicht auf das Jahr fest. Wenn ich mich recht entsinne, war in Berlin das Ganze. Liebe Grüße gehen raus an Olli, damals noch unter Aberdeck. Ja, und aus diesen Turnieren, die dann groß stattfanden, haben sich ja dann auch Foren gebildet. Wir befinden uns ja in einer Zeit, in dem nicht unbedingt MyVideo oder Clipfish oder YouTube, wie wir es heute kennen, in solch einer Menge existierten, sondern viele Gruppierungen sammelten sich eher in Foren. Das heißt, Leute, die jetzt in dem Zeitalter groß geworden sind, werden genau wissen, wovon ich rede. Und die jüngere Generation wird sich denken, was ist Foren? Naja, wobei, heutzutage gibt es halt einfach Reddit. Also ich weiß nicht, ein paar der Zuhörer sind dann auch auf dem Reddit Yu-Gi-Oh!, was ja auch existiert. Das gibt's ja auch. Es ist halt nur nicht mehr diese Webseite oder dieses Forum. Aber ihr könnt euch vorstellen, das Ganze, was ihr heute so lecker, kompakt nutzen könnt, war damals alles wesentlich klobiger, aufwendiger. Auch für Internet. Ihr habt die Zeit ja auch mitgemacht. Man musste dafür bezahlen. Man konnte nicht immer ins Internet. Es ging nur, wenn keiner telefoniert hat. Und falls einer telefoniert hatte, flog man raus. Ich fand's aufregend irgendwie. So auch sich so ein bisschen durchs Forum durchzuwurschteln, weil es ist nicht so richtig übersichtlich gewesen, aber man hat es dann doch irgendwie geschafft und so. Und man hat sich auch damals, glaube ich, auch angemeldet über das Forum für Turniere. Das war auch witzig. Genau. Also es war auf jeden Fall eine Zeit, in der Informationen lange nicht so einfach zu finden waren und kompakter geschrieben wurden als heute. Ne? Also damals hieß es dann eher Turnierberichte. Ja, die könnten dann schon mal zwischen 3 bis 4 Seiten lang sein. Wenn du das wirklich lesen wolltest oder wissen wolltest, dann musstest du diese Informationen halt für dich selber raussuchen. Heute machst du dir ein YouTube-Video an oder guckst einen Stream und dann bist du eigentlich raus mit deiner Arbeit. Denn die Information wird dir ja häppchenweise und gut präsentiert vor die Augen geklatscht. In solch einer Zeit befinden wir uns halt jetzt. Das stimmt. Früher war es, also ich sag mal, früher war es so, boah, ich will auf Turniere gehen. Hä, wo gibt's denn welche? Ich weiß, dass manche jetzt auch noch Probleme haben, Turniere zu finden, aber es ist durchaus leichter geworden durch YouTuber oder auch einfach Google. Ich meine, man braucht nur Yu-Gi-Oh! Turniere 2020 googeln so ungefähr und irgendwie findest du das dann schon. Oder das Finden von Läden. Das war eher eine Glück, ne, dass man dann mal in diesen komischen Laden gegangen ist, der von außen halt so ein bisschen anders aussah. Ne, meistens auch so ein Mischmaschladen, wo dann noch so Tabletop oder sowas angeboten wurde. Und dann ging man da rein und dann stand da ein Display mit Yu-Gi-Oh! Karten. Ein paar mehr. Und dann hast du dir da ein paar von geholt und dann warst du der übelste King. Das sowieso. Aber wir wollen gar nicht so sehr auf die Kartenlehnen eingehen, sondern wie gesagt, du hast es schon gesagt, die ersten Anfänge muss man bei der Pharao-Tour suchen. Und genau.
Genau. Und dort hat das Ganze eigentlich begonnen. Und man muss auch sagen, wir kommen jetzt gleich noch ein bisschen zu der Geschichte, da sind gewisse Personen sehr, ja, für verantwortlich gewesen. Also positiv, nicht negativ gemeint. Ja, zum einen gerade die Leute, die in der Turnierleitung unterwegs waren. Ne? Hier Maintenance, reden wir mal über den guten Oliver Germann. Und alle, die mit involviert waren in der ganzen Situation. Denn im Endeffekt ging es ja darum, sie haben etwas gemacht, was ihnen von Grund auf her Spaß bereitet hat. So, und wir wissen es alle, wenn man mit Leuten unterwegs ist, die man mag, und wenn man lustige Zeit hat, dann möchte man das gerne auch ab und zu mal für sich zu Hause festhalten. Und es war die Zeit des Videohandys und des Camcorders. Und wenn man da einen dabei hat, dann packt man den irgendwann aus. Und so entstanden die allerersten lustigen Videos. Nicht immer unbedingt Maintenance über Yu-Gi-Oh! Aber auch da gab es dann schon Deck-Profiles und die ein oder andere Challenge. Oder eine Erklärung oder ein Guide. Das war da aber noch nicht groß gefasst unter Yu-Gi-Tubing, sondern eher als lustige Spielerei. Und vor aber allen Dingen. Sind ja im Endeffekt die Anfänger. Also daraus ist es ja dann entstanden, was wir heute haben. Ja, und vor allen Dingen. Glauben wir alle das. Man weiß es nie. Wahrscheinlich waren die Amis wieder als erstes. Aber es war ja nicht auf YouTube. Die Schweizer. Es war ja nicht auf YouTube. Aber es ist eine gute Frage eigentlich. So, also ich kenne jetzt nur das deutsche ETCG, ne? Aber so amerikanische Seiten, keine Ahnung. Da müssen wir mal Kari fragen, ob in Österreich in irgendeiner Höhle so eine Wandmalerei stattgefunden hat. Da hängt da bestimmt irgendwo so eine so ein Spielfeld an der Wand gemalt. Vielleicht gibt es da dann irgendwann nicht den Ötzi, sondern den Yugi oder so. In Eis. Hatten die nicht auch einfach ETCG? Wir werden es rausfinden. Ja, das war auch ETCG. Ja. ja, genau. Auf jeden Fall ETCG, große Plattform gewesen damals. Hat das Ganze, glaube ich, auch sehr vorangetrieben, dass sich so Leute gesammelt haben und dementsprechend sich auch einfach Interessen dargelegt haben, wie zum Beispiel, ja, gute Decks oder einfach auch, was kann man in einen Booster ziehen? Also die Nachfrage war dementsprechend da. Ich meine, ich weiß nicht, ob ihr es noch wisst, aber es gab ja so viele Artikel über Decks, die dann systematisch erklärt worden sind, also textlich natürlich, wie ein Deck funktioniert. Und, und ich sag mal einfach so, lesen, aufwendig und vor allen Dingen, manchmal hat man es trotzdem nicht verstanden. Und da war dann natürlich ganz klar, dass dann eine Nachfrage auch an Videomaterial besteht. Ne? Hier möchte ich aber auch noch mal erwähnen, ich weiß nicht, viele von euch werden sich wahrscheinlich noch an die Cardmaster oder die Kidszone oder dergleichen erinnern. Ne? Das war die Zeitung, manche werden diesen Begriff noch kennen, die Zeitung rund um TCGs und Cardmaster war, glaube ich, Maintenance sogar Yu-Gi-Oh! Ne? Da war fast nur Yu-Gi-Oh!-Stuff drin. Und dann hinten, ganz hinten noch ein bisschen anderes Zeug. Und es gab tatsächlich, damit wir jetzt auch nochmal auf die Videoschiene kommen, einen Fernsehbeitrag auf RTL 2 bei Pokito TV. Sagt euch das was? Oh ja, natürlich. Ja, oh, ich wollte gerade sagen, eine Live-Übertragung. Das war eine Aufnahme von der Pharao-Tour in Berlin tatsächlich. Stimmt. Wenn ich mich dran erinnere. Also da gibt's ein Video. Irgendwo auf YouTube werdet ihr das auch noch finden. Ich glaube, bei Olli, beim guten Soul Warrior, findet er das. Das war, glaube ich, so der erste wirklich ernst gemeinte Videobeitrag im Fernsehen zu Yu-Gi-Oh! Stimmt. Das Ding ist halt, damals, wo ich das noch gesehen habe in Pokito, da war ich gar nicht so involviert in Yu-Gi-Oh! Das war einfach so ein Ding, was man dann während des Mittagessen irgendwie geguckt hat. Aber wirklich gespielt habe ich dann erst paar Jahre später. So. Ja, das war immer so ein Lückenfüllerprogramm, ne? Wenn sie keine Werbung senden wollten. Da kam meistens dann irgendein Interview-Stuff oder wir sind jetzt gerade hier oder da oder es wurde was über Animes gezeigt. Und ganz zum Schluss haben sie meistens, ich weiß, ihr erinnert euch noch an den Versuch über One Piece dieses Schlüsselkampfspiel zu promoten. Fast nicht. Keine Ahnung. Da kannst du dich nicht mehr dran. Ich weiß auch leider nicht mehr, wie das heißt. Das war hier so ein Kaufen-Package, dann ist da so ein Ding drin und dann kannst du die gegeneinander drehen und dann
guckst du, ob du die bessere hast oder nicht. Ja, da war ja Tonnen von solchem Zeug dabei. Ja, also ganz zum Schluss kam immer irgendein Promotion-Teil. Ne? Das weiß ich noch. Ach, so cool eigentlich. Also ich habe voll Nostalgie-Flashbacks gerade. Ich denke aber auch, also das war ja so eine Zeit, wo im Fernsehen das einzige richtig coole noch war. Und das Internet war dann irgendwie, ja. Das ist halt dann noch gar nicht so spannend gewesen. Also du konntest halt nicht auf. Also es gab, glaube ich, schon Clipfish und so Zeugs, so ein paar Videoplattformen, aber YouTube war auf jeden Fall nicht so groß und auch nicht so interessant und es gab auch kein Netflix und so. Man hat auch echt mehr Fernsehen geguckt, also ich zumindest. Ja. Und dann vor allen Dingen die Internetzeit, wenn man sie hatte, eher für Zocken genutzt. Also bei mir Zocken war das jedenfalls oder so. Wikipedia natürlich, so zum Research. Ja, natürlich, so. Michi, Wikipedia. Ja. Ja, klar, für die Schule, einfach, damit man die Hausaufgaben schneller machen kann. Ja, genau. Alles klar. Ja, natürlich. Man kann auch einfach klug sein, ihr beiden. Ne? Manches kann man sich nicht erschließen. Aber das Ding ist halt auch einfach, wie gesagt, ich glaube sogar, gerade die Anfänge der Videoplattform allgemein, mich hat ja schon ein paar genannt gerade, dass da einfach auch wir wirklich literally einfach zu jung waren, glaube ich. Wie schon gesagt, wir haben gezockt, wir haben dies und das gemacht. Aber ich glaube so Videos, das war ja noch nicht so populär. Und heutzutage, also, YouTube ist ja kein Fremdwort, kein Fall. Aber damals gab es halt nichts Prägnantes. Und ich glaube. Die Videoclips und die Clipseiten waren schon populär, aber sie waren tatsächlich noch so, ich sag mal, weit weg vom Mainstream, dass das Fernsehen noch Formate darüber bringen konnte. Erinnert ihr euch an sowas wie hier Upsi Pancho oder sowas? Ja, klar, das war stimmt. 100% Zeug aus Clipfish und Schlag mich tot. Das stimmt auf jeden Fall. Ich fand es aber auch sehr sketchy einfach, die ganze Webseite. Also wenn man drauf war, so, es war nicht so ästhetisch auf jeden Fall. Und man hat auch nichts zurückbekommen als Creator. Das muss man auch noch dazu sagen. Ja, es gab ja noch keinen Markt dafür. Der Markt wurde dann ja erst geschaffen. Das war nur eine Spielerei für Leute, die Videos ins Netz stellen möchten. Dafür war es gedacht. Ja, ist ja auch. Dafür war es gut. Erstmal okay, man muss ja nicht immer gleich was zurückbekommen, ne? Ja. Ich meine, wir haben dadurch Perlen wie Harry Potter und ein Stein von Colt Murrow bekommen. Also, das ist das richtig. Aber da bist du schon bei YouTube. Ja, das waren die ganzen Anfänge. Und ich glaube, es gab ein paar Kanäle, die auch da mit angefangen haben, die Yu-Gi-Oh! Drin hatten. Das war, glaube ich, Yu-Gi-Oh! Channel wahrscheinlich. So, das war einer der mit ersten, hätte ich jetzt gesagt. Ich weiß aber halt nicht, Soul Warrior, Leute, falls ihr den Kanal kennt. Ich weiß nicht, ob der zeitgleich war. Gute Frage. Oder Galactic God, das war, glaube ich, auch einer der ersten, die so richtig populär dann wurden. Aber er war nicht der erste, meine ich, oder? Ja, auch nur schwer populär zu sagen, wer der erste war, oder? Ja, ist es denn wichtig? Wahrscheinlich nicht. Nein, aber wir können ja grundsätzlich erstmal davon ausgehen, dass die Leute, die in der Zeit ihre Anfänge gemacht haben, diese auf solchen Plattformen auch, ich sag mal, begonnen haben. Weil viel Alternative gab es ja nicht. Nee, so nicht. Auch ein eigenes Forum oder so hochladen, ist eher schwierig. Gab es ja auch noch nicht unbedingt. Ich war auch damals einfach froh, dass ich sowas wie ETCG gefunden habe. Also wo man dann einfach Dinge nachgucken konnte oder eben Decklisten schon angucken konnte und so. Auch sein eigenes Deck zusammenbauen, das weiß ich auch noch. Man konnte da sein eigenes Deck bauen und dann auch Hände schaffeln und gucken, was man so zieht. Da hat man, glaube ich, auch so Nächte verbracht, einfach auf der Webseite. Und als dann eben YouTube reinkam, das hat dann so ein bisschen diesen Need erfüllt, den man hatte. Einfach um sich zu informieren und das Deck bauen und so ist dann einfach ins Analoge zurückgewandert, witzigerweise. Ist echt seltsam. Obwohl ETCG ist ja nicht verschwunden. Die Seite war ja noch da, aber irgendwie hat man die dann weniger genutzt. So, weil, ja, also sehr viel von anderen Seiten kam. Der Sprung, den die Information gemacht hat von Written zu Video, der hat halt sehr viel verändert. Also es sind ja ab dem Punkt, wo das Internet ermöglicht hat, alles und jedes im Internet zu sehen, da sind ja ganze Wirtschaftszweige weggebrochen. Printmedien sind kaputt gegangen von heute auf morgen, weil es sich einfach nicht mehr gerechnet hat. Und das war ja jetzt ein Prozess, der ging, lass mich lügen, also so zwischen 1 bis 3 Jahre. Und dann hatten wir auf einmal fast nur noch Maintenance-Video-Content zum Informieren und Geschriebenes eigentlich. Also wenn ich mich geschrieben über irgendwas informiere,
selten, super selten. Wenn vielleicht Wikipedia oder halt irgendein seriöser Nachrichtensender. Jetzt muss ich aber auch dazu sagen, das ist jetzt auch wieder diskutabel. Mhm. Aber es ist interessant, oder? Also du hast ja schon das Magazin genannt, wo diese Preise und so auch drin standen. Ja, und vor allen Dingen in den ersten Ausgaben waren ja auch sogar die ganzen Sets mit Bild noch abgedruckt. Ne? Und das ist jetzt ja auch ersetzt worden, dann langsam mit Cardmarket. Davor war es ja eher eBay, also ja. Da hat man ja seine Karten reingeholt. Oder eben direkt im Shop. Aber das war halt auch so eine kurze Zeit eigentlich, wo Cardmarket eben nicht da war und man irgendwie doch noch seine Karten irgendwie ranholen musste. Das war echt noch was anderes. Das war wirklich schwer. Es war primär durch wirklich Booster ziehen einfach. Und auch das halt, ich meine, heutzutage ist es völlig normal, dass es Cases, also Leute Cases kaufen und die aufreißen und jede Karte 2000 Mal haben. Früher, was war da? Also. Ja, da war der Sammler, der dann ein paar Copies von der teuersten Karte hat, der war dann sehr populär auf jeden Fall. Auf und jeden Fall. Ja, Leute sind dann immer so rumgeschwarmt, so um den herum. So. Man hatte aber auch die Menge gar nicht. Also ich weiß zum Beispiel von der Zeit, wo ich angefangen habe, dass du in der Umgebung, und wir reden jetzt von Umkreis locker 80 bis 100 Kilometer, ne? Da hattest du 5 Läden, wo du Yu-Gi-Oh!-Karten kaufen konntest. Und wenn du dann gefragt hast, so, ja, haben sie denn vielleicht noch welche oder sind denn vielleicht noch welche im Lager, dann haben die dir halt auch geantwortet, so, nö, ich weiß ja gar nicht, ob die sich verkaufen, so, ich weiß ja gar nicht, was das ist. Ja, und heute hast du in jedem GameStop oder was weiß ich, in jedem Gaming-Laden stehen irgendwo immer noch ein paar Booster mit rum oder irgendeine Special-Box hier oder ein paar Hüllen. Das hat sich einfach so ganz langsam dann auch in die Verkäufe eingeschlichen. Ja, auf jeden Fall. Und ist ja wesentlich populärer geworden, indem dann auch die Serie größer wurde und. Ne, Kinofilm. Oh ja. Kam ja alles so nach und nach. Das auf jeden Fall. Aber wenn wir jetzt schon gerade wieder sind bei den Anfängen, fangen einfach mal mit YouTube an. Wie gesagt, es gab schon diverse Videos vor YouTube, die wurden halt auf Plattformen wie Clipfish oder MyVideo oder ähnliches halt hochgeladen. Aber wenn wir jetzt auf YouTube gehen, die ersten Videos kamen online, natürlich in bester Qualität. Ich meine, Leute. 73p oder so. Also wirklich Maximum oder so. Vielleicht mal, wenn man Glück hatte, 480 oder so, aber das war normal, ne? Ja. Also war und man hat sich ja nicht so beschwert, oder? Man hat sich da angeguckt, dachte so, geil. So rückblickend denkt man sich so, was soll das so? Wurde das irgendwie runtergegradet oder so? Aber nein, das war auch null editiert, ne? Also ohne Schnitt. Alles im Hintergrund, keine Musik hinter. So. Kamera an, du siehst noch, wie er die Kamera anmacht, wie die Kamera von links nach rechts. Ist so, halt und jetzt wirklich? Bin ich hier mit dem und dem und dann das Handy noch möglichst nah ans Gesicht ran, damit man auch hört, was er sagt, wie er heißt. Ja. Also ich habe ja auch, also 2014 habe ich meine ersten Videos gemacht mit Yu-Gi-Oh! Und ich weiß noch, ich habe für die Duellaufnahme einen Faden an meine Lampe gepackt und die Kamera dann an diesen Faden gehangen. Dann hat sie die Kamera so runtergehangen von oben, dass ich halt das Duell aufnehmen konnte. Das war krass. Da muss ich immer gucken, dass die Kamera nicht sich doch nicht bewegt hat. Oder dreht. Ja. So Fenster auf. Weil ich halt kein Stativ hatte. Puff, weg. Oh Mann. Oder so eine Fliege setzt sich auf diese Kamera an. Geht sich das Minimum. Aber lass mal, Michi, sowas hatte ich auch schon. Also ich habe auch schon jeglichen Gegenstand, ich glaube, als Stativ missbraucht, wenn es den Zweck erfüllt hat. Aber es war halt auch eben, also man ist ja auch ein bisschen lucky gewesen, dass man eben so eine Kamera auch damals schon hatte. Also ich hatte die auch von meinem Vater einfach bekommen und der war halt einfach schon ziemlich technikaffin und so und dadurch hat man dann Zugriff darauf gehabt. So. War das schon eine Digitalkamera? Nee, das war so ein Camcorder auch, so ein richtiger alter Camcorder. Also und wo du das Eingelegte noch überspielen musstest auf. Ja, genau. Ja, krass, also, somit habe ich auch angefangen, tatsächlich. Und das Ding ist, ich habe dann auch, also ich wusste noch gar nicht, was Codecs sind und so, und habe dann einfach rübergespielt und dann
im Schnittprogramm war oder beim Export war es dann auch teilweise mit so einem schwarzen Rand und so, wo ich nicht wusste, warum das dann da war. Und man hat es dann trotzdem einfach hochgeladen. Es war richtig komisch. Also man war so unwissend und trotzdem hat man Dinge einfach publiziert ins Netz. Und nachdem ich dann so eine Pause gemacht habe von YouTube und dann nochmal reingeguckt habe auf dem Kanal, habe ich dann gemerkt, wow, das haben ja echt tausende Menschen gesehen, obwohl das halt einfach total der Müll war. Aber es war halt einfach wahrscheinlich okay für die Zeit damals so. Ich glaube, das ist halt der Prozess des Versuchens, also zumindest merke ich das bei mir immer ganz, ganz stark, der prägt einen halt auch für die Zukunft. Also wenn ich zum Beispiel merke heutzutage, wenn ich ein Video drehen will und Maurice und kennt das, glaube ich, mit am besten und irgendwas passt nicht, dann habe ich ein unsagbares Improvisationstalent. Eben weil ich diese Erfahrung aus den alten Tagen habe. Heute mit der Technik, die du hast, mit den Möglichkeiten, die du hast, es ist alles so viel einfacher. Es gibt für alles 1000 Guides. Es wird alles erklärt. So, und das hatte man einfach zu der Zeit nicht. Das gab es nicht. Also, es gab also, keine Smartphones. Es gab nur Klapphandys. Bestes Smartphone sagen. Bestes Klapphandy damals, das Motorola. Ja! Wie hieß es? Razer? Motorola Racer? Keine Ahnung. Das war das Handy der populären Kids auf jeden Fall. Ja. Der coolen Kids. Ja. Ich hatte es in Ledertasche, Alter. Super geil. Hatte die beste Kamera. Die Bilder kannst du dir heute noch angucken. Also man erkennt noch, was drauf ist. Hä, ich weiß gar nicht. Ich glaube, meins hatte sogar gar keine. Ich weiß noch, das Beste war dann damals, die Klingeltöne festzulegen. Oh aber, ja, mein Gott. Wissenschaft für sich und einfach geil. Der große Renner gegen Sony Ericsson mit dem eingebauten MP3-Player. Oh ja. Wo du dich entscheiden musst, will ich jetzt das Kind sein, was Musik hören kann? Oder will ich gute Fotos machen? Das ist schon krass. Also, man musste einfach mit dem arbeiten, was man hatte. Und das ist halt okay. Also wenn man zurückblickt, so schwierig, aber es ist einfach Teil der Zeit damals gewesen. Ist schon interessant. Was war denn dein erstes Videoprojekt, Michi? Was heißt ein Projekt? Also, ja, wo du gesagt hast, so, ich habe jetzt eine Kamera und das drehe ich jetzt. So, da habe ich jetzt Bock drauf. Und das also kann von mir aus auch eine Naturaufnahme gewesen sein oder so, was weiß ich. Ach so. Oh, okay. Das hat nichts mit YouTube zu tun, meinst du jetzt sogar? Genau. Also einfach so. Einfach so. Uff. Man muss ja mal eine Kamera in der Hand gehabt haben. Ja, das ist krass. Also ich habe ja einen Bruder. Und wir haben einfach dann irgendwann mit so einer, das war auch eher so ein Fotoapparat, der hat eine Videofunktion gehabt, die war aber echt ziemlich blöd. Aber trotzdem haben wir die Kamera einfach hingestellt und einfach nur Bullshit gemacht. Also wir haben Videos gedreht über Dinge, die nur wir lustig fanden. Und wir haben einfach, also wirklich alberne Sachen. Und diese ganze Sammlung an Videos haben wir Quatschbox genannt. Und ich glaube, das gibt es immer noch, aber es ist wirklich zum Fremdschämen. Es ist grauenvoll. Aber das haben wir irgendwie regelmäßig gemacht und es waren auch gleich so um die 50 Videos oder sowas da drin. Aber es ist, das ist schlimm. Michi, wie viele Abos hast du gerade? Ich weiß nicht, irgendwie 18.000, irgendwie sowas, ja. Okay, ich habe gehört, bei 50.000 gibt es so ein Quatschbox-Review-Video. Niemals. Das sollte niemand sehen. Das ist so, also ihr könnt euch nicht vorstellen, wie peinlich das ist. Das ist so schlimm. Aber gut, ich glaube, also wenn man so einen Zwillingsbruder hat, dann entwickelt man einfach so einen Humor, den keiner versteht, außer man. Ja, glaube ich auch. Aber es glaube ich mit Geschwistern allgemein so. Ja. Wie sieht das bei dir aus, Maurice? Dein erstes Filmprojekt. Das Ding ist, ihr erzählt so schön so gefühlt von eurer Kindheit und whatever. Maurice hat einfach keine Kindheit. Das nicht. Aber also die ersten Kontakte waren gar nicht mit Video, sondern Foto. Also ich habe halt Fotos viel gemacht. Auch so sogar so der, ja, so Naturfotos so. Es war sehr untypisch für damals, glaube ich. Aber Videos wirklich sehr, sehr, sehr spät und dann erst über Freunde. Also ich wurde eh über Umwege zu dem Ganzen geleitet. Und dementsprechend, ich weiß nicht, irgendwie Teenager, weiß nicht, 15, 16. Also wirklich das erste Projekt so. Genau, ich glaube, das erste Projekt, warte mal, war es sogar für die Schule?
Ich glaube sogar für die Schule war es das erste Projekt, wo ich aktiv jetzt in Erinnerung habe. Natürlich habe ich schon mal so von Eltern oder so, die hatten eine Kamera, die hat eine Videofunktion, hat man mal gemacht so. Aber jetzt halt, das nenne ich jetzt nicht Videoprojekt oder so, ne? Also bei mir ist es wirklich sehr, sehr spät erst sozusagen, ja, zu Video gekommen. Wie war es denn bei dir, Matze? Also ich muss sagen, es gibt von mir aus der Kindheit, da bin ich, glaube ich, lass mich lügen, 6 oder 7 Jahre alt. Da gibt es Aufnahmen, wie ich mit einer Kamera auf einen runden Geburtstag von irgendeinem Verwandten rumrenne und Leute interviewe, wie sie die Feier finden. Also ich hatte schon relativ früh so ein Ding da. Und hatte dementsprechend auch eine sehr hohe Affinität Richtung Film. Die ersten, wo ich mich so wirklich richtig dran entsinne, dass man ja Videos gedreht hat, so für sich, da gab es tatsächlich, das war zu Gymnasialzeiten, da muss ich in der 7. Klasse gewesen sein oder so. Da hatten wir, oder da hatte ich besser gesagt, eine richtig alte Kamera eben mit VHS-Kassette noch, ne, wo du dann den Film einlegst und dann theoretisch überspielen konntest. Und mit dieser Kamera haben wir in dem Partyraum meiner Eltern, der dann irgendwann mal mein, ja, Jugendraum war, wo man dann so Partys gefeiert hat später, ne, da haben wir die ersten Videos gedreht und Teleshopping nachgemacht und veräppelt, was da war. Ne? Ich möchte ja nichts sagen, aber ihr beide wirkt schon sehr klischeehaft Video-Creator, oder? Das ist schon krass, oder? Und das man wird ja auch so gedrillt irgendwie so, weil du die Möglichkeiten hast, dann. Ja, aber ohne Witz, Spaß, so. Wenn du so eine Story hörst von so einem berühmten YouTuber, irgendwie, keine Ahnung, Millionen verdient, Millionen Abos, wie hat's angefangen? Dann kommt so, ja, ich habe Werbesketche nachgedreht zu Hause mit meinen Geschwistern. Weißt du, es fängt genau so an. Und Michi so. Okay, da bin ich ja raus, weil ich Geschwister heilig. Ja, aber es geht jetzt darum, dass du halt. Es ist so mega Klischee, finde ich halt. Also ich finde, das ist jetzt so bilderbuchmäßig. Ja, also man hat schon so Sketche und sowas nachgemacht. Ich erinnere mich halt auch noch so ganz vage daran, dass wir zu einer Halloween-Feier, die ich mal hatte, das war, glaube ich, dann so 7., 8. Klasse in dem Dreh auch, da waren mal ganz viele Leute bei mir, da haben wir so ein bisschen gegrillt dann, ne, und dann sind wir irgendwann auf die Idee gekommen, ey Leute, lasst uns doch mal alle zusammen, wenn wir schon mal hier sind, ein Filmchen drehen. Und dann haben wir mit Soft-Air-Pistolen und schlechten Kostümen einen Horrorfilm nachgestellt. Ne? Ja. Und dann sind dann dadurch durch den Wald und so dieses klassische Blair Witch Project, ne, so durchlaufen und Gags machen. Wow. Und irgendwo in, was weiß ich, Buxtehude ist dann eine Fackel angewiesen und das war dann eine coole Einstellung, weil das Licht da ein bisschen anders war. Okay, also, das ist war Klischee. Schon, ja, aber auch gerade, ja, ich denke auch gerade, wieder so übelst Klischee war. Das hätte ich gern gehabt, diese Art von Kinder. Weil ich will ja auch Filme machen gerade, aber das kann ich dann nicht von mir behaupten, dass ich früher schon Filme gedreht habe und so. Das, also es gibt sogar, die gibt es auch noch. Wir hatten damals halt ein Projekt, hieß Fun Planet. Gab's auch mal eine Internetseite von, die gibt's nicht mehr. Damals mit Grüße gehen raus, Erik Schaller und Chris Ulpinis. Klassenkamerade, ehemalige von mir. Und da hatten wir richtig so sketchhaft, parodienhaft Sachen nachgedreht. Nachrichten, A-Team haben wir verhohnepiepelt. Es gab eine Serie, die hieß Miss Margel. Das war dann Miss Marple. Und ich war dann als Frau verkleidet, als Detektivin. So total Klischee, verpeilt. Ja, krank. Wir haben alles verhohnepiepelt, was uns bei 3 vor der Luke kam. Ja, echt, Alter, krasse Klischees. Aber Zeitsprung! Wann fing es denn an, die ersten YouTube-Videos zu drehen? Also, wann fing das bei euch an? Das erste YouTube-Video, was dann auch online ging, sagen wir mal. Also nicht nur, was du gedreht hast und dann nicht hochgeladen hast, sondern wirklich so Richtung hochladen. Wobei, jetzt gerade, wenn ich nur zurückdenke, ich glaube, also ich habe meinen Kanal 2011 sogar gegründet, deswegen so um die. Ich glaube, Anfang 2012 habe ich das erste Video gedreht. Und das war auf jeden Fall eben ein Duell mit meinem Bruder zusammen. Entweder das oder ein Deckprofil. Und ich bin mir sicher, ich habe damals eben die Karten ausgedruckt. Wie geil.
Auch natürlich farbig muss es natürlich sein, dass man auch nicht, wir haben auch gehofft, dass man das nicht sieht auf der Kamera, dass die ausgedruckt sind. Und die Eltern haben gemeckert, ne? Genau. Weil du farbig gedruckt hast. Ich glaube, die wussten das teilweise gar nicht. Und wir haben das ganze Deck dann zusammengestellt und das war sogar ein Deck, was gar nicht erhältlich war. Und wir haben dann sogar mit einem Bearbeitungsprogramm die Karten, die noch gar nicht verfügbar waren, noch gar nicht deutsch waren, eben deutsch gemacht. Also es waren japanische Karten und wir haben die ganzen Kartentexte einfach dann auf Deutsch umgetippt und dann halt bearbeitet, ausgedruckt. Und dann war das erste Deck-Profile mit diesem Deck auf Deutsch auf YouTube. Wie nerdig, Alter. Das war schon krass. Und ich glaube, deswegen hat es auch ein paar Klicks bekommen. MacLords waren das damals. Krass. Ja. Heftig. Ja, wie war es bei dir, Matze? Oh Gott, da muss ich mal ganz kurz meinen schlauen Gerät hier befragen. Also ich weiß, dass ich die allerersten Videos habe ich gedreht das war damals nicht für Yu-Gi-Oh! Das war für Heroes of the Storm. Das war ja damals auch mein Übergang von Gaming Richtung Yu-Gi-Oh! Und die erste Folge Hate of the Storm, muss ich mal ganz kurz gucken, wann die war. Genau, die war am 17. Juni 2015. Das war, glaube ich, eines meiner ersten Videos, die ich für einen anderen Kanal gedreht hatte. Das war auch eines der ersten professionellen Videos, die ich gemacht hatte. Ja, damals auch noch mit so einer relativ guten, aber dennoch schlechten 480p-Kamera, glaube ich. Nee, war schon HD, glaube ich. Und das war so mein erstes YouTube-Video. Aber da auch schon mit Schnitt und allem drum und dran. Also das war der erste Versuch, aber schon so professionalisiert, dass es nicht aussieht wie ein erster Versuch. Ist aber ziemlich spät nach 2015, ist ja ziemlich krass. Ja, also zu YouTube bin ich relativ spät erst gekommen. Man hat natürlich 1000 Ideen und überlegt dann halt immer mal, soll ich das mal machen oder soll ich mal dies machen? Aber so richtig bewegen, dazu konnte ich mich nie. Und als dann in der Redaktion, in der ich geschrieben habe, Grüße gehen raus an die Jungs von Game Together, diese Heroes of the Storm-Variante aufgemacht hatten. Und ich muss sagen, ich bin zu YouTube eigentlich durch einen absoluten Zufall gekommen. Soll ich die Geschichte mal erzählen? Geht auch recht schnell. Haben wir die Zeit? Ja, ich glaube. Es war eine Zeit, kennt wahrscheinlich auch jeder, irgendwie läuft alles scheiße. Ne? Ich war zu dem Zeitpunkt dolle krank. Ne? Wir wissen ja auch manche, dass ich eine körperliche Behinderung habe und ich meine nicht meine dem Maßen voll rausquillende Masse, sondern ich habe wirklich eine körperliche Krankheit und hatte da eine absolute Downzeit. Ne, mit Depressionen und hast du nicht gesehen und hab dann zu Hause gesessen und gedacht, ja gut, du kannst jetzt hier versauern und nichts machen oder du machst was. Und dann habe ich sehr viel YouTube geguckt, wie viele das in der Zeit auch machen. Ne, also das ist auch so ein Phänomen. Könnte man auch mal drüber sprechen. Und da gab es ein paar YouTuber, die haben wir heute auch schon mal als Thema gehabt vor dem Podcast, sowas wie Hand of Blood, einen Peric, das war gerade so die Zeit, wo League of Legends relativ groß war, ne? Man hat sich damit auseinandergesetzt und der liebe, gute Kavalierpirat, ne? Der Alexander Feuerstein aus Berlin, den durfte ich auch schon privat treffen, auch eine richtig coole Socke. Und der hat zu dem Zeitpunkt mit Blizzard kooperiert und hatte ja für Heroes of the Storm Beta-Keys, wo es noch keine offene Beta war. Und er machte ein Gewinnspiel und ich dachte mir, ja komm, gibst du mal ein, vielleicht. Er meinte so, schreibt einen Kommentar mit, warum sollt ihr den kriegen? Und es war mein Geburtstag an dem Tag und ich schrieb, ich habe heute Geburtstag am 20. Februar, wäre ein schönes Geschenk. Und ich bekam einen von denen so und habe dann angefangen zu zocken. Und zockte und zockte und zockte und irgendwann nachts um 3, mitten aus dem Nowhere, schreibt jemand in den öffentlichen Chat, suchen Leute für Community-Arbeit bei Interesse PN. Das war der gute Sammy, der Samson Sieb aus Pforzheim, Chefredakteur und Besitzer von Game Together. Und mit dem hat dann eigentlich alles angefangen. Also da habe ich erst angefangen, Artikel zu schreiben. Und irgendwann meinte er, du Matze, wir wollen Richtung Video. Hast du da Know-how? Hast du Bock?
Und da habe ich zu ihm gesagt, ey du, mir fehlt das Equipment. Ne? Ich würde gern, ich habe voll Bock, aber Equipment ist nicht da. Und dann meinte er, Equipment habe ich hier, schicke ich dir. Und dann kam ein großer Karton mit meinem ersten vernünftigen Headset, mit meinem ersten vernünftigen Webcam. Und dann hieß es, du hast jetzt, mach. Und dann entstand die allererste Folge Hate of the Storm. Gibt's auch immer noch. Die ging dann darüber und hat tatsächlich auch dementsprechend eingeschlagen. Hat 4.328 Views, das Ding. Aber dafür, wie cool ist das denn, einfach einen Job durch einen Chat in Heroes of the Stone zu kriegen? Das war der absolute Superzufall. Seitdem bin ich eigentlich auch so der Meinung, wenn man an was Gutes braucht, dann kommt das Gute auch irgendwann zu einem. Ne? Oh, das ist irgendwie wholesome. Ja, das ist es auch. Grüße gehen raus an Anna. Hab dich lieb. Also Matze, du verteilst Grüße ohne Ende. Ja, ist halt es ist mir so. Scheiße. Ja, weißt du, vielleicht liegt das auch einfach an der sozialen Kälte, die ich durch Corona fühle. Ich hab die Ausgangssperre nämlich auch zu schaffen. Oh. Will auch wieder Leute um mich haben. Ja, dafür gibt es einen Podcast ja auch. Wenigstens ja, einmal pro Monat. Genau. Ich grüße alle, die den Podcast hören. Und ich grüße euch beide, die ihr dabei seid. Oh Mann, ey, was denn hier los? Ey? Es artet aus in so ein Liebesbeichte hier. Nee, aber das waren meine Anfänge. Ziemlich detailliert. Ne? Cool, dann wissen wir es auch. Nice. Könnt ihr euch in euer Bummi-Heft schreiben. Alter, ich stalk das Video. Ne, ich finde das. Ich kann dir den Link schicken, wenn du das möchtest. Leute, wollt ihr den in der Infobox? Den wollt ihr in der Infobox sehen, ne? Könnt ihr gerne haben. Das vergisst du eh, Maurice. Nee, ich hab's mir extra aufgeschrieben, gerade nebenbei. Ja, wie ist es bei mir gewesen? Also, wie gesagt, mein erstes Video, also, das Lustige ist eigentlich, das erste Video, was auf YouTube von mir existiert hat, hab ich nicht gemacht, sondern hab ich halt mit Freunden gemacht. Ich habe mich ein bisschen mitschleifen lassen. Ich gebe auch zu, ich hatte Bock. Also, ich fand YouTube halt immer geil. Und ich dachte mir so, irgendwie ist das cool, seine eigene Welt zu createn zu können in so einem Video. Also, du kannst halt alles sein im Video, beziehungsweise alles machen. Und dann hat man natürlich auch mehr sich damit beschäftigt und erfahren, boah, man kann Effekte in Videos machen. Oh mein Gott, ja, also es gab so eine Zeit, wo einfach diese Lichtschwerter und so. Oh mein Gott, Lichtschwerter-Video. Das hat alle umgehauen. So, wenn du das in deinem Video drin hattest, dann hat es 1 Million Klicks gehabt oder so. Na okay, Millionen waren zu viel damals, ja, aber so 100.000. Aber ich sag mal so, und da war ich halt sowas von fasziniert von. Und ich hatte so Bock und ich wollte immer mehr machen. Ja, bis dann meine Freunde keinen Bock mehr hatten. Und ich sag mal halt, ja, das Projekt mit den Freunden war dann auch schon, dass ich Videos halt aktiv mitgestaltet habe, beziehungsweise auch ausgedacht habe einfach. Aber mein erstes komplett eigenes war dann halt wirklich auf Schattenspiele. Aber da muss ich halt dann sagen, dass ich da halt schon wirklich genug Erfahrung gesammelt habe, um man es theoretisch ja nicht als erstes Video zählen kann, weil, ja, da steckt da schon ein bisschen arg mehr Erfahrung hinter. Und ich habe auch lange gekämpft, ob ich das überhaupt mache dann mit Schattenspiele oder nicht. Vor allen Dingen auch, ne, Michael, weil ich dich kennengelernt hatte und ein bisschen Schiss hatte, dass dann irgendwann von dir kommt, ah, oh, Maurice, ey, du machst das ja nur, weil ich das mache. Da hatte ich wirklich ein bisschen Schiss vor, so. Aber da hast du ja auch Mut gemacht und meine Freunde haben mir Mut gemacht und da habe ich gedacht, so, ja, komm, haust du raus. Ja. Hat ja funktioniert. Ja, definitiv, auf jeden Fall. Ich meine, ja, ist krass, ich meine, ja. Ich glaube, ja, allgemein, jetzt mal wirklich so, ne? Hättet ihr gedacht, dass ihr jetzt da seid, wo ihr seid oder das erlebt habt, vor allen Dingen auch, was ihr erlebt habt? Ich glaube, wenn jemand jetzt sagen würde, ja, würde er lügen. Ja, ganz ehrlich, man hat angefangen, im Zimmer zusammen einfach Videos aufzunehmen. Oh mein Gott. Sich nichts dabei gedacht. Klischee, also, Klischee! Es war wirklich so. Man hat einfach was gemacht, man hat es hochgeladen und dann war es das auch so. Und das hat, also dieses Gefühl von wegen, ich bin ein YouTuber und so, das kam dann erst super spät rein. Aber am Anfang war das noch gar nicht da. Und das war, glaube ich, bei vielen so am Anfang. Ich meine, so die Zeit, wo die Außenseite oder so oder eben Cold Mirror aktiv war, da war das, da gab es kein Geld durch YouTube. Du hast einfach Videos gemacht und das war witzig so und fertig.
Ja, klar, ja. Auf jeden Fall. Ich muss ja sagen, ich habe halt da sehr spät angefangen. Ich meine, mein Kanal gibt es noch nicht so lange. So gesehen jetzt schon doch ein bisschen länger. Aber ja, da gab es ja schon alles. Da war ja alles so, nicht ganz wie heute, aber schon. Ne, so die Sachen waren alle so. Schon toxisch und Boah, Tox! geldgierig und Jetzt mal nicht mehr frei auf jeden Fall. Ja, kurz. Frei ist YouTube hat sich ja über die Zeit gewandelt eben mit Algorithmen und so da, ja, auf und jeden musste Fall. jetzt auch langsam mal akzeptieren, dass diese große Freiheit, die vielen gelassen wurde, einfach nicht mehr tragbar ist. Ja. Hashtag Logan Paul, ne? Ja, aber es ist einfach schade, aber auch irgendwie gut so, dass es sich verändert hat. Ja. Also. Ja, ich glaube, das ist sogar nochmal so fast ein ganz anderes eigenes Thema, darüber zu philosophieren. So. Und wenn wir dabei schon sind, wir wollen ja ein bisschen zurück die Kurve kriegen zu Yu-Gi-Oh! Und Videos im Internet zu Yu-Gi-Oh! Und zwar, ja, Formate. Ich meine, wer kenne ich das gute Opening? Das hat sich auch gewandelt in den Jahren, ne? Muss man Hat ja es auch. das? Also Ja. gefühlt ist es immer noch dasselbe. Auf jeden Fall sind es andere Sets geworden. Ja. Oh! Und nicht mal das mit diesen ganzen Oldschool-Openings oder Ja, wie nennt man stimmt. das? Anti Retro-OP. Retro-Openings, ja. Um da hier, was Michael zu beginnen, Galactic God vor 9 Jahren, Yu-Gi-Oh! Storm of the Ragnarok, Case Opening sogar. Case Opening. Hä, das ist krass. Also überleg mal, Storm of the Ragnarok, das ist schon. Ja, ich meine, okay, es ist schon, das ist hier, das ist mit Odin und so, ne? Genau. Ist schon ein bisschen weiter natürlich, aber da müssen wir reinziehen, wie weit, beziehungsweise es gedauert hat, bis ja auf YouTube sowas existiert hat. Ja, So. nee, das ist ja schon 5Ds. Und Packs gab es schon vorher. Ja, Und klar. Keks. Ja. Ja, immer bis zu dem Zeitpunkt, bis sich einer denkt, warum das nicht aufnehmen? Genau. Ja, Und es das ist hat immer so der springende funktioniert. Punkt. Es hat funktioniert. Und ich glaube, ich weiß nicht, ist Opening oder Deck Profile das meistgenutzte Yugi-Format? Oh, schwierig. Sehr schwierige Frage. Aber ich bin der Typ, der damals immer vor Sneak Peeks auf YouTube gegangen ist und dann geguckt hat nach den Videos, nach den ersten Sneak Peek Openings. Echt? Ich würde tatsächlich auch das Opening eher präferieren, weil halt auch Kanäle, die sich jetzt nicht als Yu-Gi-Tuber oder Yu-Gi-Oh! Channel schimpfen, sondern einfach nur Retro-Sachen machen, auch gerne mal einfach ein altes Display oder sowas öffnen. Ah, also diesen Aspekt betrachtet. Ja, gut, das ist. Ja, ist richtig. Ich muss zugeben, für mich war ein Opening irgendwie nie was. Also jetzt nicht produzieren, ganz im Gegenteil. Produzieren ist eigentlich das Chilligste der Welt. Also, wer jetzt sagt, dass er nicht gerne Booster öffnet, der lügt. Der Ja, lügt gut, Dopamin. Ja, wenn du dich mal an die Booster-Klatsche erinnerst, das war schon teilweise nicht so toll, wenn man da bestimmte Sachen gezogen hat. das stimmt. Aber es ist halt trotzdem so, dass jeder gerne Packs öffnet und. Wenn man dann einfach so bedenkt, ja, das nimmt man auf, meist in der Start-Stopp-Aufnahme, lädt es hoch. Ich meine, stumpfer geht's nicht. Man kann es aber auch cool und interessant gestalten. Das Problem ist halt leider wirklich, das wollen die meisten einfach nicht sehen. Zumindest rentiert sich der Aufwand meistens nicht, Ja, weil. danke. Streu noch mehr Salz in die Wunde. Ja, aber ist halt leider so. Ja, also jeder hat, glaube ich, also wir haben, glaube ich, alle Experimente gemacht mit Ja. Openings, wie man die Ja, ist ja irgendwie ein bisschen wirklich verbessern so. kann. Und wurden, glaube ich, alle so ein bisschen enttäuscht. Weil ich glaube, wenn es einen Hit gibt bei Openings, dann ist es meistens, weil du der Erste bist, weil du sehr, sehr viele davon hast, oder dein Thumbnail einfach oder dein Titel sehr, sehr clickbaity ist oder so. Ja, Keine oder du Ahnung. der beliebteste YouTuber bist Richtig, in ja. dem Bereich dann. Aber generell kriegt man damit nicht so viel Aufmerksamkeit. Das ist eher Oder wenn du was Timing. verlost. Das hast du auch noch vergessen. Ja, yeah. Ist aber Darum, ja. rückläufig, finde ich. Es ist sehr rückläufig geworden. Genau. Also, das ist jetzt no front hier an niemanden, aber es gibt ja oft auch Verlosungen, so schon bei kleineren Kanälen. Und man sieht einfach, da ist kein Effekt zu sehen, von wegen, boah, jetzt haben die irgendwie 500 mehr Aufrufe oder so. Also, der Effekt ist weg, so von des Ja, da, Gewinnspiels. eben, ich denke auch, das wird jetzt nicht der Faktor sein, warum man jetzt nach oben steigt, sondern es geht eher um die Ideen, die man reingibt und
dass man irgendwie hervorsticht. So. Ja, das stimmt, das war auch mal krasser. Ja, ich glaube aber auch jetzt gerade bei Openings, wenn wir dabei sind, hier gerade zu reden, von wegen halt einfach so, man kann es kreativer machen oder anders machen, das stimmt, aber der Aufwand lohnt sich nicht. Pauschal stimmt das natürlich auf jeden Fall, aber ich meine, es ist also, warum guckt man ein Opening? Leute, die ein Opening gucken, gucken es entweder, um was im Hintergrund duddeln zu haben oder um die Karten zu sehen. Für Hintergrund duddeln, da kannst du auch jedes Video laufen lassen, wie zum Beispiel unserem Podcast, oder halt, um die Karten zu sehen. Und es ist mir doch shit egal, ob der Typ da einen Kinofilm draus macht oder ob der es einfach aufreißt und hinlegt. Es ist ja egal. Wenn ich einen Kinofilm sehen will, dann kann ich auch einen Kinofilm gucken. Naja, also dann ist es halt egal. Ja, aber man kann es ja noch unterhaltsamer gestalten. Und dann kannst du es eben nicht im Hintergrund laufen lassen, sondern du musst es eben aktiv gucken. Ja, aber wenn du sagst jetzt zum Beispiel sowas, das ist ja quasi ein Unterhaltungsvideo. Und da ist es dann ja egal, ob du ein Opening machst, ein Sketch machst, whatever machst. Es ist ein Unterhaltungsvideo, das ist ja dann schon fast kein Opening mehr. Hm. Also so gesehen. Das stimmt. Hm, seltsam. Also qualifiziert man nur als Opening, wenn es, ich sag mal, schlecht ist, in Anführungszeichen? Also, was heißt oder, schlecht? Was heißt schlecht? Ja, ihr seid nicht nur nee, also von wegen durchschnittlich. Du meinst, so wie alle es machen. Das könnte man jetzt formulieren wie das deutsche Steuerrecht, ne? Also wenn der Unterhaltungsfaktor in der Menge hervorsticht, dann haben wir hier 19% an. Und wenn nicht, dann nur 7. Also können wir sagen, Openings sind pauschal 7% Mehrwertsteuer und Unterhaltungsvideos. Matze, 19. Einfach nein. Matze, einfach. Einmal nein. So. Schnell weg hier, weg von irgendwelchen Statistiken und Zahlen. Du hast damit angefangen. Nee, so nicht. So habe ich damit nicht angefangen. Ja, aber wie gesagt, Kanäle entwickeln sich. Und ich weiß, die Frage ist jetzt natürlich sehr obligatorisch gestellt, denn ich kenne die Antwort, aber ich will sie einfach in den Raum werfen. Yugi-Tubing hat die Community beeinflusst und vielleicht sogar Konami. Oder was sagt ihr dazu? Tja, also auf jeden Fall. Ich stelle mal die These auf, dass das neue Spiel, das jetzt über 500.000 Mal auf der Switch verkauft wurde, by the way, dass das möglicherweise auch Weird Flex. durch YouTuber passiert ist. Oder generell einfach durch YouTuber wie Hand of Blood und so. Das ist ja auch Werbung alles für das Spiel. Möglich, weiß ich nicht. Kann man nicht wissen eigentlich, aber ja. Es ist halt Werbung und ich denke schon, dass man muss zumindest, was die eventbezogene Coverage oder die eventbezogenen Aufnahmen angeht, auch sagen, dass Konami da nicht immer der supportendste, ich sag mal, Unterstützer war, denn wie wir alle wissen, hat sich da ja in den letzten paar Jahren auch ein bisschen was getan. Also eigentlich ja sogar noch ein paar Jahre davor. Weil, ja, das stimmt. Also es war ja voll cool früher. Ja, es war ja voll okay, alles aufzunehmen und jeder hatte so seine Handycam am Start und dies, das. Und irgendwann hat Konami gesagt, Leute, das können wir aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht mehr machen. Sicher? War das deswegen? War das nicht irgendein Fall, der passiert ist? Das würde ich jetzt so nicht behaupten, aber also ich vermute mal, es kann sein, dass irgendwas ausschlaggebender Grund war dazu. Ich würde mich aber jetzt nicht erinnern an was. Da müsste man mal recherchieren. Auf jeden Fall war das auf einmal weg. Da war das was Verbotenes. Das durfte man nicht. Und es war, wenn du Leute gefragt hast, so, warum macht ihr hier nichts? Ja, das darf man ja nicht. Ist ja verboten. So. Und ich komme nicht drum rum. Grüße gehen an Felix Möder. Der hat es eigentlich zum ersten Mal. Jeder Podcast, Felix. Der wird in jedem Podcast gegrüßt. Wir kommen eigentlich nicht drum rum, weil er ja mit seiner, ja, ich sag mal, riskanten Aktion, in die ich ihn gezwungen habe, fast schon, hat es ja eigentlich erst wieder mit möglich gemacht, dass so ein Weg für YouTube, für Yu-Gi-Oh! Auf YouTube, auf Events auch wieder geschaffen wird. Ja, weil du mit einem Presseausweis angekommen bist und keiner wusste, was man damit machen soll. Ja, also falls ihr da draußen Yu-Gi-Tuber seid und euch wundert, warum da auf einmal ein Tisch steht, auf den ihr aufnehmen dürft, gern geschehen. Und ich war live dabei, wo das geschehen ist. Ja, das stimmt.
Und auch ein Victor war live dabei. War ich da eigentlich auch dabei schon? Weiß ich gerade gar nicht. Nein, da warst du noch Quark im Schaufenster. Nee, aber ich war ja close. Auch auf den Events. Ich war das ja war auch close, auf den Events. Ja. Das ist sogar lustig, ne? Das ist halt wirklich der Witz. Also ich bin ja schon lange in der Community und auch auf Turnieren. Und zum Beispiel dich, du hast ja schon länger Videos gemacht, wie du schon gesagt hast halt, ne? Und ich habe das nie wahrgenommen. Also im Sinne von, dass da Leute sind, die Videos machen, so. Ja, das war auch, da durfte man ja nicht. Nee, aber auch so. Als es dann gemacht wurde. Also, Mann! Nicht. Ganz ehrlich, es gibt auf jeden Fall ganz viele Videos auch auf YouTube, wo in dieser Zeit, aber es ist halt einfach illegal. Eigentlich, so. Das durfte halt nicht gemacht werden. Also, wenn du Leute dabei gesehen hast, dann war es in den meisten Fällen vorm Event, also vor der Tür. Da darfst du auch filmen. Ne, da saßen dann Leute irgendwie auf der Parkbank und haben dann da ihre Openings gemacht oder was weiß ich. Oder in irgendeinem Restaurant, ne, Subway, McDonald's, war da erste Wahl, weil da war gut beleuchtet und hatte einen Tisch. Und schlechte Tonqualität. Ja, aber da haben sich die Leute dann einfach ihre Ausflucht gesucht. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, das war total unnötig. So, warum verjagt man diese Leute von seinem Event, die ja eigentlich für die Community, auch für sich selber, nur was Cooles machen wollen. So, was keinen wirklich wehtut. Ja, wovon, Angst. Wovon die ja auch noch profitieren. Ja, natürlich haben die Angst. Das war jetzt rhetorisch gefunden. Naja. Also, aber warum sollte man solchen Leuten halt nicht die Tür öffnen? Und dann zu sagen, ja, wir machen das wieder, das war ein ziemlicher Krampf. Also ich habe da auch E-Mail-Verläufe, da tust du dir weh beim Lesen. Aber ich glaube auch gerade, dass das jetzt so erlaubt ist, hat vor allen Dingen auch was damit zu tun, weil es so überschaubar bzw. kontrollierbar ist. Überleg mal, ich meine, als es anders verboten war, davor konnte jeder überall an jeder Stelle filmen. So. Und jetzt einfach darfst du ja nur in der YouTube-Area, Sternchen, kommen wir später zu, nur in der YouTube-Area filmen. Und das ist halt überschaubar. Und übersichtlich und vor allen Dingen, ich meine, ne, Leute, wenn ihr es nicht tut, böse, böse, aber eigentlich muss man es ja auch noch unterschreiben, dass man dort war und dort gefilmt hat. Ja. Also es bekommt halt einen überschaubaren Rahmen. Das war ja auch der Kompromiss, den man dann im Endeffekt gefunden hat. Also ich persönlich wäre auch nicht dafür, allen Leuten überall alles zu erlauben, abzufilmen. Ist das gefährlich. Reines Öffnen der Hölle. Also ganz ehrlich. Ja, du weißt nie, was gemacht wird. Du kannst es nicht nachverfolgen, kannst nicht nachvollziehen, wer das macht, wer vor allen Dingen wen abfilmt. Mh. Und die rechtliche Situation dabei ist natürlich auch, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ne? Genau das. Das ist natürlich noch ein ganz anderes Level. So. Aber es wurde auf jeden Fall der Hinblick auf YouTubing hat sich in der Zeit halt gewandelt, weil ich erinnere mich noch schön an den Satz, den Michi gesagt hat, du hast gezeigt, dass es anders geht, als ich dann kam mit Softboxen und 3 Kameras und dies und jenes und dann Leute um mich drumherum standen, die vorher halt nur mit einer Handycam unterwegs waren und ohne Stativ und alles, die dann daneben standen und sich so gedacht haben, das ist ja jetzt ganz schön blöd, ne? Weil jetzt fährt er hier so auf. Das hat schon auch ein bisschen die Tuber an sich verändert. Selbst wenn sie halt nur in ihrem Schattendasein unterwegs waren, so unter ferner liefen. Aber auch die haben sich da durchaus was abgeguckt und an ihrer Qualität geschraubt. Und das ist doch auch was Schönes. Ja, aber ich glaube auch generell, wir waren jetzt auf mehreren Events, bei dem Duel Links Event oder bei der Weltmeisterschaft. Nee, Weltmeisterschaft? Oh, doch. Ja, auf jeden Fall. Weird Flex. Nee, ich meine, wir waren da ja als YouTuber unterwegs und wurden da eingeladen, zusammen mit den ganzen europäischen YouTubern und so. Und man sieht halt auch deren Equipment, was sich halt einfach auch verbessert hat. Also man sieht teilweise haben die mehrere Kameras, vielleicht sogar einen Kameramann. Die Franzosen. Franzosen sind echt krass am Start. Also, aber das ist halt eh nochmal, also Leute, ihr glaubt es vielleicht nicht. Ihr denkt, Yu-Gi-Oh! Ist in Deutschland krass, dann geht nach Frankreich, Alter. Das ist dieses andere heftig. Also, ich weiß nicht, was da los ist. Also, ihr müsst mal reinziehen. Die Franzosen hatten gerade bei diesem Pariser Event einen extra Livestream. Der hat mehr Views als der englische. Und er hat mehr Views als ein YCS. Ich meine, what the fuck? Ja, also, das muss man sich mal vorstellen. Also, wow.
Ist halt krass. Und dann, wie gesagt, Equipment. Klar, Equipment steigt, aber ich denke mal, das ist allgemein ein Prozess, der auch ein bisschen der filmischen, ja, allgemein in der Filmbereichen zu sehen ist. Also dieser, der Casual-Filmer hat inzwischen auch schon eine gar nicht mal so schlechte Kamera. Also, und klar, die Smartphone-Kameras, ja. iPhones und so, die reichen ja eigentlich auch schon aus. Wenn du mal ein Stativ noch dazu nimmst und vielleicht ein LED-Licht. Und ein Mikrofon. Die gibt's ziemlich billig eigentlich. Ja, einen höheren Anspruch zu erfüllen ist auf jeden Fall wesentlich leichter geworden. Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Aber es ist halt gut zu sehen, was man halt machen kann, weil ich finde, ohne zu wissen, dass man überhaupt Licht braucht, weiß man das ja auch irgendwie nicht. Du musst ja irgendwie auch die Information irgendwo herholen und manche ergreifen die Initiative und googeln dann und manche wissen es halt einfach nicht und dann zeigt man denen halt, dass es anders geht und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Aber ich finde auch gerade diesen Prozess, also ich finde es halt gerade wichtig, dass man auch ausprobiert. Also ich meine, das ist ja allgemein in jedem künstlerischen Bereich, das ausprobiert wird, dass man halt versucht, es anders zu machen. Nicht unbedingt, weil man jetzt denkt, so wie es ist, ist schlecht, aber einfach halt, um es auszuprobieren. So. Und wie gesagt, Softboxen klingt jetzt simpel, aber tut schon Wunder. Zumindest manchmal so, würde ich sagen. Ja, wenn wir da so sind, was denkt ihr denn? Jetzt YouTubing hat eine gewisse Entwicklungszeit gehabt. Ich meine, inzwischen hat sich vieles etabliert. Viele Kanäle haben sich etabliert. Ich meine, es gibt ganz große. Und auch noch wichtig, dieser Zweig von eben Duel Links YouTubern. Sind das auch YouTuber eigentlich? Das sind Duel Links YouTuber. Ja. Ja, aber im Prinzip, ja, das gibt's jetzt auch. Oder? Also, ja, gute Frage. Also Sifion zum Beispiel, Grüße gehen raus an ihn. Der macht ja nicht nur Duel Links, der macht ja auch zum Beispiel andere Sachen wie Pokémon oder so. Dementsprechend, ja, Duel Links ist halt auch nur so eine schnelle Nummer, ne? Kannst du halt mal so spielen, so ein paar Runden. Ist, man muss sich halt nicht so krass reinfuchsen. Ich weiß, es triggert vielleicht die Leute, die da die Meta spielen. Ich weiß, dass man sich da reinfunden muss. Also, ist nicht so, dass jeder sagt, ey, ich will Yu-Gi-Oh! Spielen, ich gehe in Duel Links rein. Oh, ich bin der beste Spieler der Welt. Ja, so einfach ist das dann ja doch nicht, ne? Aber ja, nee, klar, auf jeden Fall gibt's auch neue YouTuber. Aber was ich eigentlich sagen wollte, was die Frage ist, die da im Raum stehen soll, und zwar, ja, es hat sich alles entwickelt. Wo wird's noch hingehen? Was wird die Zukunft bringen? Was wird YouTubing in Zukunft bringen? Und wie Deck wird sich das verhalten? Denkprofiles und Openings ist die Antwort. Oh Mann. Denkst du, das wird sich weiter so durchsetzen? Ja, klar. Also, ich kann da mal ja eine Story erzählen. Ich habe da so einen guten Typen, einen Typen getroffen auf der YCS in Utrecht. Der ist sehr bekannt für Deckprofiles. Matze, dein Einsatz. Oh, ja? Lithium. Mein Einsatz. Ach so. Und wie heißt, ich habe mit ihm geredet und er hat auch gesagt, Deckprofiles ist ein sehr rückläufiger Trend und das sagt der Deckprofile-Kanal schlechthin, dass die Leute immer mehr, das ist wiederum ein Trend, der halt rückläufig ist, immer mehr Deckprofiles auf Instagram, auf Facebook oder ähnliches einfach sich diese Screenshots beziehungsweise aufbereiteten Grafiken angucken und sich da das Deck herziehen und das Deckprofile selber zwar als Quelle angegeben wird, aber halt kein Mensch mehr guckt. Verstehe. Ja, das stimmt. Die meisten sich die Informationen über die Zeit halt jetzt auch schon satt gesehen haben, ne? Und solange wieder nichts Ausschlaggebendes, super krass Neues kommt, ist ein einfaches Bild, was ein, ich sag jetzt mal, ein Deckbild zeigt, für viele halt auch einfach schon Information genug, um damit was anfangen zu können. Ja, aber es ist halt nicht, du musst halt den Urschleim nicht 4000 Mal neu erklären. Ja, aber wenn ich den erklärt haben will oder wenn ich dann eine Tech-Karte erklärt haben will, dann suchst du dir einen Guide zu dieser Tech-Karte. Das ist richtig so gesehen. Das Ding ist halt einfach, im Pokémon-Bereich zum Beispiel ist es völlig normal. Deckprofiles, okay, es gibt bestimmt Deckprofiles, ich will jetzt, es ist Halbwissen. Aber ich weiß, dass dort halt primär Fotos einfach die Deckprofiles sind. Also, so du tops, gehst da hin, klick und dann ist es im Netz und wird überall geshared. So. Ja, krass. Und bei Yu-Gi-Oh! Sehe ich halt auch diesen Trend langsam so. Weil, wie Matze schon sagte, du brauchst jetzt nicht den Urschleim nochmal erklärt kriegen. Du brauchst nicht sagen, warum man eine Staple spielt, das ist halt, und ganz ehrlich, also ich weiß nicht, das ist wieder sowas, also früher habe ich zumindest, als noch nicht so viele Bilder rumkursierten, wenn ich dachte, boah, Deckprofile,
guck mir das an und wollte mir das Deck nachbauen. Und ich muss dieses Video 2000 Mal starten, stoppen, zurückspringen, bis ich jede Karte drauf hatte und das dann in mein Deck gefriemelt hatte. Ja, einfach ein Foto, fertig, easy. Ja, stimmt schon. Es sind dann einfach diese 2-3 Minuten Fame, die man kriegen kann als Spieler, die man sonst vielleicht nicht kriegen kann. Also ich setze jetzt einfach mal eine positive Prognose. Ne? Oh, jetzt kommt's. Ich möchte mal ausholen, habe ich heute noch nicht gemacht. Nee, noch gar nicht. Nee, überhaupt nicht. Also, wenn wir mal davon ausgehen, dass die Yugi-Events, nachdem Corona zu Ende ist, weiter steigende Besucherzahlen haben, gerade jetzt, wo viele ja auch die Pause hatten und sich das zurückwünschen, wieder auf so großen Turnieren mal spielen zu können. Und Konami den Trend sieht und noch ein bisschen mehr investiert und die Event-Coverage noch krasser macht als vorher, dann wird in dem Bereich vielleicht das Yugi-Tubing ein bisschen abflachen und wie in jedem Bereich sich auf neue Wege begeben. Und dann ist es vielleicht nicht mehr das Deck-Profile oder das Opening, sondern ist es vielleicht ein Sketch oder ein Interview oder ein Guide. Wollte ich gerade sagen, was Guide. Was es vielleicht auch gibt, schon, aber vielleicht noch nicht in der Güte, in der Qualität, weil der Bedarf nicht da ist. Denn wenn der Bedarf steigt, dann steigt ja auch die Produktion danach. Und um dich von der Masse abzusetzen, musst du besser sein. Oder halt schneller sein. Genau das. Dementsprechend denke ich mal, dass sich das vielleicht dahin entwickelt. Es kann natürlich auch sein, dass Konami irgendwann sagt so, naja, jetzt seid ihr ein Jahr ohne Yu-Gi-Oh! Karten ausgekommen. Wir haben jetzt doch in der Zeit eine Plattform gebastelt. Have fun. Wir lassen einfach alles. Ihr macht das jetzt nur noch online und dann haben wir nur noch den Online-Let's-Play-Content. Das kann natürlich auch passieren. Ne? Nein, würde nicht passieren. Aber was ich sagen wollte noch ist, was natürlich wirklich ist, wo du meinst, der Bedarf ist noch nicht da oder ähnliches. Ich glaube auch bei vielen Aspekten ist das Know-how ein sehr großes Problem. Und ich denke mal auch gerade bei Deck-Profiles zum Beispiel jetzt. Deck-Profiles können ja auch gleichzeitig Guides sein. Also es gibt ja Leute, die ihre Decks vorstellen und Kombos zeigen oder so. Mhm. Wie auch schon Matze oder ich weiß nicht, wer von euch das gesagt hatte. So von wegen, wenn du die Karte erklärt haben willst, guckst du dir einen Guide an. Und ein Deck-Profile ist ja ein Guide, wenn du es ausführlich erklärst. Und ich denke mal, natürlich guckt sich keiner ein Deck-Profile von einem Kanal an, der noch nie irgendwas erreicht hat, nicht böse gemeint, aber halt noch nie irgendwie bekannt auffällig geworden ist, weil er krasse Turniere gewonnen hat, sondern ja, er ist halt einfach ein Junge wie du und ich, das ist ja auch nicht schlimm, aber dementsprechend natürlich ist höchstwahrscheinlich das Deck auch nicht so gut und dann, ja, ist die Quantität dieses Produkts, also des Guides, sag ich mal, so viel da, aber die Qualität ist bei 90% sehr schlecht. Stille. Ja. Würdet ihr nicht sagen, dass, also, ich meine, natürlich kann man auch etwas erklären, wenn man jetzt nicht 20 YCS gewonnen hat. Aber jetzt zu behaupten, dass diese Tech-Karte das Beste der Welt ist, glaubt man ja doch dann eher von jemandem, der das schon gewonnen hat öfter. Ja, also klar, die Deck-Profiles, die Top 16, Top 8 im Titel haben, die sind natürlich viel populärer als einfach nur so Deck-Profiles, die man so kreativ mal zu Hause gebastelt hat. Aber ich würde jetzt schon jemanden glauben, der eben Top 8 gekommen ist auf einer YCS mit einer Tech-Karte und dann erklärt, warum die gut ist. Also Ich glaube auch eher, dass das eine Frage der Ansicht ist. Also ob ich selber von mir der Meinung bin, dass ich es besser weiß, also wenn ich mich da so hinstellen und sage, ja, was erzählt denn der hier? So ein Quatsch. Ne? Oder es stimmt ja eh nicht. Oder was ist das für ein Duli? Warum soll denn der mir sagen, was besser ist? Oder ob ich halt open-minded rangehe und das vielleicht dann auch einfach mal ausprobiere oder die Erklärung halt so gut ist, was Michi eben meinte, dass mich das überzeugen kann. Und dazu muss ich, glaube ich, keinen Top haben. Das reicht, wenn ich das gut recherchiert habe. Ja, stimmt. Ich meine, ich habe das ja auch damals gemacht, einfach mal Deck-Profiles zu irgendwelchen Decks. Ja, und du hast ja auch keine Ahnung, das stimmt. Richtig, ja, nee, damals hatte ich mehr Ahnung. Er hat mehr Tops als du. Wow. Ja, okay, mit diesem Front kann man noch sagen, gehen wir ans Ende, oder nicht? Michi, dein Einsatz? Wie sagen wir? Ja, also ich sag zwar immer, gehen wir in die Endphase. Ich gehe gegen Michi bald mal in die Battle-Phase, ja. Ja. Ich würde sagen, wir beenden die Main Phase 3 und gehen in die End Phase. Oh. Sei Dank.
Yes. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Beim nächsten Mal wieder beim Mats ab. Bis dann. So, wie soll ich das denn jetzt noch reinschneiden? Keine Ahnung.